Hallo, ihr lustigen Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark. Wir sind jetzt hier am alten Familiensitz der Familien Spence und draußen schleichen Wölfe rum. Naja, draußen ist relativ. Wir sind auch draußen. Also das andere draußen halt, ne? Ich versuche jetzt hier erstmal ein Feuerchen zu machen, um ein bisschen Fleisch zu brutzeln. Ich würde so gerne da reinschlüpfen hier. So richtig schön in die Ecke, wisst ihr? Wir sind sehr durstig gerade eben. Aber ich möchte das Fleisch erstmal gemacht haben. Damit wir... Ja. Ich mache jetzt hier erstmal eine Hagebuttentee. Den ziehen wir uns jetzt einfach mal rein. Hab ich da irgendwas gehört gerade? Meine Paranoia kennt gerade keine Grenzen. Essen wir das auch noch. Und dann trinken wir noch was. Und dann muss ich eigentlich schon wieder fast Wasser herstellen. Kann ich die Kohle da schon reinwerfen jetzt eigentlich? Jawollo! Wir werden eventuell hier übernachten müssen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass hier Wölfe rumschleichen, finde ich dieses Zuhause da jetzt doch nicht mehr ganz so beeindruckend. Da fühlte ich mich dann in dem anderen Ding deutlich sicherer. Machen wir nochmal. Wenn wir hier so kauernd sitzen, dürfte eigentlich auch kein Wolf uns irgendwie auf die Pelle rücken können. Zumindest hoffe ich das. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese... Die Anwesenheit dieses Wolfes hat mich schwer verunsichert. Was ist das? Arbeitshandschuhe, okay. You can make something with this. Ich nehme das jetzt erstmal. Ich nehme das alles jetzt erstmal. Dinge, die man definitiv nicht einfach mal so unordentlich lassen sollte. Ja, dieses Rumgemeckere am laufenden Band wegen nichts und wieder nichts. Ich pack das, ich definiere das jetzt auch mal als... Das sind die abgenutzten Arbeitshandschuhe, das sind die brauchbaren Schutzhandschuhe. Also, wie gesagt, ich bin immer noch verwundert über den Begriff Schutzhandschuhe. Ich war eigentlich, oder was heißt ich war, unter Schutzhandschuhe verstehe ich persönlich etwas anderes, aber... Kann natürlich auch Absicht sein, es kann natürlich aber auch ein interessanter Übersetzungsfehler sein. So, dann sind wir nur noch ein bisschen müde. Sind die Wölfe weg? Ich sehe zumindest gerade keinen mehr. Tja, wenn man das Ding zum Laufen bringen könnte, ne? Da ist auch noch Pilze. Sogar nicht mal wenige. Die hole ich mir. Früher oder später können wir sie brauchen. Hier könnten wir noch Holz machen, ist aber momentan nicht akut. Und dann haben wir nochmal zwei. Oh, da ist auch noch. Und dahinter ist nochmal so ein Pilzzwilling. Ich nehme mal an, dass es ein Zwilling ist. Sogar ein Drilling. Und das macht mich neugierig da oben.
Aber die Tatsache, dass hier Wölfe sind, wiederum schreckt mich wiederum ab. Okay. Vorsichtig. Sehr vorsichtig. Was hat er gesehen? Dass er so Schiss hat. Oh, das habe ich noch gar nicht untersucht. Eine Angelschnur. Hat er den Bär gesehen? Ihr ganz im Ernst, ich würde nie hier mein Bett machen. Ich würde, also wenn ich in so etwas schlafen würde, folgendes. Ich würde die Kisten so hinschieben, inklusive diesem Teil hier, dass hier ein richtig, dass hier so eine Ecke entsteht, ne? So ein Sichtschutz und dass ich dann dahinter bin. Und dann würde ich noch ein Zelt drüber bauen, um nochmal zusätzlich so eine Art Windschutz zu haben. So würde ich das machen. Oder zumindest versuchen. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verunsichert, wie ich jetzt hier weiter vorgehen soll. Irgendwo ist ja der Wolf. Der ist wirklich komplett weggerannt, oder? Da hinten ist er. Der hat doch bestimmt einen Bär gesehen. Mir das jetzt mal anschauen. Da war ich nämlich noch nie. Nehme ich mal mit, ne? Kann man immer brauchen. Da ist ja noch ein Wolf. Der hat uns bloß zum Glück noch nicht gesehen. Da ist auch ein Wolf. Boah, wo bin ich hier gelandet? Das ist mir gerade zu heiß, ehrlich gesagt. Drei Wölfe! Und wir sind wieder an dem Punkt, dass ich mir wünschen würde, ich könnte eine richtige Falle auslegen. Das ist eine Bärenfalle, eine Schlingenfalle, irgendwas in der Richtung. Würde mir gerade richtig große Freude bereiten. Oh Mann. Ich gucke hier nochmal runter, ob da noch irgendwas ist. Ich würde so gerne da drüben diese kaputte Hütte in Augenschein nehmen, aber das ist mir, glaube ich, nicht vergönnt. Mal kurz gucken, ob hier die Temperatur irgendwo besser wird. Hier oben geht es um 3 Grad hoch. Und hier unten bleibt es auch bei 3 Grad. Und das Ding ist halt nicht so gut, das bringt bloß 2,6. Also man sollte wirklich oben pennen. Hier haben wir bloß die 18 Grad. Okay, dann gehen wir mal hier in die Hocke. Kann ich ja nicht hier Feuerchen machen? Da kann ich. Ich könnte auf meinem Bett Feuerchen machen. Das ist witzig. Das ist pure Faszination. Da könnte ich auch ein Feuerchen machen. Hat schon was für sich, die Viecher so beobachten zu können, ne? Okay, wir lesen jetzt einfach mal was. Ich weiß jetzt nicht, welches ich davon schon angefangen hatte. Ich glaube, das hier, ne?
Genau. Wir lesen das einfach. Bringen jetzt mal den Tag rum. Ich hoffe einfach, dass dann morgen die Wölfe mal weg sind. Im Grunde haben wir nochmal genau dasselbe Buch bekommen. Oh, wir haben Feuer machen, Level 3. Ich höre doch da was rumlaufen. Man hört die Viecher doch. Sag ich doch. Da ist er doch. Der Drecksack da hinten. Oh, die könnten endlich mal gehen. Das würde mir große Freude bereiten. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Habe ich schon gelesen, habe ich schon gelesen. Habe ich noch nicht gelesen. Das bietet nochmal 10 Stunden an Arbeitsmaterial. Ich bezweifle, dass ich das durchbekomme. Echt jetzt? Ich kann das lesen einfach so in der Nacht. Gelobt sei das Sternlicht, das alles hell macht. Wie viele Kalorien fehlen uns jetzt noch? So um die 700. Das ist zu viel, aber das hier haut rein. Ach Gott, ich habe das gar nicht abgekocht. Ich bin so ein Schlaukopf. Ich lese jetzt mal weiter, ne? Solange ich noch fit genug dafür bin. Oh, jetzt haben wir richtige Nacht. Jetzt ist es zu dunkel zum Lesen plötzlich. Wo ich das Gefühl habe, es ist nicht zu dunkel. Oh, jetzt muss ich kurz mal die Temperatur beobachten. Nicht, dass die jetzt zu krass droppt. 11 Grad. Bei so einem Sturm kann es schon ziemlich unschön sein. Ich meine, wir müssen bedenken, wir bekommen noch mal 5 Grad obendrauf. Oh, bitte bleib über Null. Ich fange an, nervös zu werden. Es scheint sich aber jetzt hier bei 6 Grad einzupendeln. Okay. Dann schlafen wir mal. Bei dem Sturm. Dass die Bude das überhaupt aushält, ne? Und wir sind nicht mal durchgefroren. Es hat gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin überrascht, dass wir mit der Klamotte hier das so easygoing überstehen. Ich warte, bis es mal ein bisschen heller wird. Haben wir das Buch auch durch. Ich kann auch das jetzt nochmal anfangen zu lesen. So. Frühstück. Geschmackloses Reh. Hauptsache irgendwas in Wanst, ne? Wir sind immer noch ein bisschen müde. Die wichtigste Frage, die ich mir gerade stelle, ist: Trocknet das Zeug hier? Anscheinend überhaupt nicht. Was muss ich tun, dass es trocknet in diesem Gebiet? Es muss doch möglich sein, das Zeug auch hier zu trocknen. Muss ich das hier drinnen hinlegen? Weil das jetzt hier so quasi als Halbinnenbereich gilt oder so? Ich weiß es nicht.
Wölfe laufen immer noch darum, die gehen einfach nicht. Jetzt gucke ich mir mal das da oben an. So die letzten 5 Minuten quasi dieser Folge. Wow. Interessante Soundeffekte. Das ist doch nicht wahr, wie viele Wölfe. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Sollte uns jetzt nicht nochmal passieren, sonst haben wir ein Problem. Was ist das jetzt hier für ein Hochplateau? Ich meine, das sieht schon spannend aus, aber was bringt einem das? Hier ist einfach mal nichts. Also so, gut. Ein Strauch. Halten wir fest, es gibt hier einen Strauch, aber... Ansonsten, was ist das? Ist das was oder ist das einfach nur... Glitsch durch... Ja, Glitsch durch den Schnee. Man kann hier anscheinend komplett um das Becken rumlaufen. Es ist fast so, als ob dieses trostlose Marschland irgendwie so der Krater eines riesigen Asteroiden gewesen ist. So wie hier diese Wände stehen. Die machen nämlich genau solche Krater. Und häufig sammelt sich dann über die Jahrtausende, Jahrmillionen dann Wasser drin an. Solche Gebiete gibt es wirklich. Was für eine geile Aussicht. Wären da bloß diese Wölfe nicht. Okay, wir gehen wieder zurück. Also ich meine, hübsch, wirklich hübsch anzusehen, aber bringt einem halt nichts hier, ne? Man könnte sich hier eine Hütte aufstellen, also so eine Schneehütte. Klar, das könnte man tun. Aber warum sollte man das tun wollen? Ist immer noch ziemlich müde. Der Tag hat gerade erst angefangen. Wir müssen irgendwie den Tag überstehen. Ich befürchte fast, das werden wir in der Zukunft klären müssen, wie wir das machen. Wenn ich jetzt gerade mal so auf die Uhr schaue, ne? Ich möchte mal gucken. Von dieser Position aus. Ich war bis jetzt immer noch nicht bei dieser Hütte. Und auch bei der anderen Hütte auch noch nicht. Weil diese Wolfszicken da rumlaufen. Diese Spielverderber. Ja, die laufen da immer noch rum. Und ich möchte einfach nicht so viele Schuss auf die verschwenden. Ich möchte das einfach nicht. Ich holz jetzt erstmal hier diesen Zedernast weg. 1,5 Stunden. 45 Minuten. Sind die immer noch da? Natürlich, sind sogar noch näher an die Bude ran. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da fragt man sich, ob man einen von denen erst abknallen muss. Aber das mache ich jetzt nicht. Nicht, wenn ich nicht muss. Oh, guck mal. Noch mehr Pilzchen. Okay, Leute. Ich gucke, dass ich da jetzt erstmal wieder reinkomme und ein paar Sachen ablege. Und dann überlegen wir uns beim nächsten Mal, wie wir hier weiter vorgehen. Das ist ja... richtig unangenehm hier. Aber so richtig. Apropos richtig. Komm, ich will das Ding jetzt hier weg haben. So.
Ich möchte nämlich hier in die Ecke schleichen können. Das ist mir wichtig. So, wir legen das hier alles ab. Kohle kann ich eigentlich auch hier ablegen. Dann lege ich das hier dahin. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, das Zeug wird hier nicht trocknen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.